Also wir haben heute einen Topinambur mitgebracht, den haben wir in verschiedene Bestandteile zerlegt, gegrillt, geschmort, gebacken, frittiert. Dazu gab es Schnittlauchsoße, ein bisschen Haselnussmalto, Sonnenblumensprossen und Schweinegrieben. Wir wollten einfach den Topinambur zeigen, was man aus dem Topinambur alles machen kann. Es sollte in die Zeit reinpassen und es hat richtig Spaß gemacht. Also Genusslabor ist eine tolle Sache. Also erstens mal der Austausch mit den Kollegen, was sehr wichtig ist. Und zweitens mal ist es, man kriegt auch eine ehrliche Meinung. Es ist sehr, sehr wichtig, weil man denkt ja manchmal, das Gericht ist schon komplett, aber es ist sehr wichtig, dass man manchmal noch so Einzelheiten erfährt. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man von den anderen ein bisschen was abguckt, dass man schaut, wie machen die das. Also der Austausch ist sehr wichtig und es ist eine total entspannte Atmosphäre. Es ist ein richtig toller Tag heute. Das Feedback war sehr gut, also ich war sehr zufrieden auf jeden Fall, Kollegen auch. Es gab kaum Kritik, Topinambur war ein bisschen zu wenig einmal, aber ich glaube, damit kann man leben. Ne? Ich denke, das findet auf jeden Fall den Weg auf die Karte. Wir hatten gerade nochmal vom Jörg Geiger so einen schönen Holzapfel, 11 Monate im Barrique ausgebaut und das wäre perfekte Kombination.